1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zum Abschluss ein Lauf über 10 Kilometer. Das ist der Triathlon auf der olympischen Distanz. Und ein besonders bekannter wird seit 3 Jahrzehnten jedes Jahr im Mai am Kalterer See ausgetragen. So war es auch am vergangenen Wochenende, als sich Luca Facchinetti aus Cervia zum Sieger kürte und der Dominanz von Zweifachsieger Andrea Sequeiro ein Ende setzte. Bei den Frauen lief die Ungarin Claudia Sebok im Jubel der Fans als Erste durch das Ziel. Ja, und mitten in der internationalen Konkurrenz mischten auch einige Südtiroler ganz vorne mit, so wie sie hier, Sandra Meierhofer. Die 26-jährige Sportlehrerin aus Deisten, die eigentlich eine Cross-Triathlon-Spezialistin ist, kletterte am Kalterer See als Dritte aufs Podium und überraschte damit nicht nur viele Triathlon-Experten, sondern vor allem sich selbst. Für mich auch ganz überraschend und bin super zufrieden mit dem Rennen. Das hätte ich mir nie erwarten, weil ich einfach mich vorgestern angemeldet habe und das mehr als Trainingslauf genommen. Und ja, mein Bestes gegeben. Beim Schwimmen habe ich schon einmal gedacht, nein, lieber nicht, jetzt lass es. Aber dann beim Radlfahren ist es richtig gut gegangen und dann gesehen, dass ich immer mehr Rauch hole. Und dann bin ich beim Radl auch mit der Lisa und beim Laufen ist es noch gut gegangen, dass sie mir auszuspielt dann ins Podium. Das kalte Wasser mit einer Temperatur von nicht einmal 17 Grad habe Meierhofer beim Schwimmen keine Probleme bereitet. Ich war vor 3 Wochen in Pontevedra für die Weltmeisterschaft im Cross-Triathlon und haben wir 12, 13 Grad gehabt, also war es noch mal viel kälter. Deswegen hat es super gepasst, als Top-Konditionen und super Organisation. Knapp am Podium vorbeigeschrammt ist bei ihrem Heimrennen die Brixnerin Lisa Schanung. Sie belegte am Ende den 5. Platz. Mit dem Radfahren habe ich meinen Anfang brutal schwer getan. Dann habe ich mich mit der Renate Venoda gewechselt. Dann ich, also bei der Abfahrt habe ich sie verloren. Also sie ist weggefallen. Und bei der 3. Runde hat mir eben die Sandra eingeholt. Dann haben wir in Semmerwien geholfen. Und beim Laufen bin ich dann auch wieder eingegangen. Dann haben wir brutal schwer getan. Dann haben wir einfach Bauchkrämpfe gekriegt und dann ist gar nichts mehr gegangen. Für Lisa Schanung war es der erste Triathlon über die olympische Distanz seit September. Derzeit fühlt sich die 26-Jährige auf den Sprintdistanzen wohler. Das hat wohl auch damit zu tun, dass sich die Domstädterin von einer langwierigen Krankheit erholen muss. 2014 war ich einmal unten in Mailand für ein Jahr mit dem Nationaltrainer. Aber der Seller hat mich total wie eine Zitrone ausgequetscht. Da war ich total übertrainiert. Und ich habe dann eben eine akute Darmentzündung schon über Jahre gehabt. Und dann habe ich eben links so bis Wien außen fahren müssen, um eben drauf zu kommen, was da überhaupt mit mir los ist. Weil meine Stärke ist Radfahren, ist gar nicht mehr gegangen. Von Schwimmen bin ich auch nicht mehr rausgekommen und bin eigentlich von Schwimmen. Und Laufen war noch das Beste. Und jedenfalls habe ich eben 2 Dings da so Meierkuren machen müssen, mal alles so fahren. Und wo ich halt nichts zum Essen gekriegt habe, damit ich halt den Darm und den ganzen Organismus einmal entlascht. Und dann habe ich alles wieder von vorne umfangen müssen. Und jetzt schaue ich halt wieder langsam zurückzukommen. Nun richtet Lisa Schanung ihren Fokus auf die nächsten Wettkämpfe. Am 8. Juni fahre ich in die Ukraine und mache einen Europacup, also aber Sprintdistanz. Und ja, und jetzt habe ich 4 Wochen Zeit, mich gut vorzubereiten und dann müsste ich das schon hinhaben. Zurück nach Kaltern. Bei den Männern durfte sich Jakob Sosniok aus Innichen über einen 8. Platz freuen. Ich bin beim Schwimmen recht gut rausgekommen. Beim Radfahren vorne habe ich es geschafft, in der ersten Gruppe auszuholen. Aber bei der 2. Runde, bei der ersten Steigung, habe ich die Gruppe verloren und bin eben hintergefallen. Beim Laufen habe ich ziemlich schwere Haxen gehabt. Aber bin echt zufrieden. Die Steigung ist eben also meine Schwäche. Haben wir nicht alle mal wieder verloren, aber beim Flachen und Torwärts habe ich ihn auch geholt. Also, ich bin schon zufrieden.
Das Top-10-Ergebnis beim Klassiker in Kaltern macht Jakob Sosnjuk zuversichtlich im Hinblick auf die weiteren Wettkämpfe in diesem Sommer. Das nächste Rennen ist in Porto Sant'Elpidio, haben wir noch die Universitari und Coppa Italia. Große Ziele hat der Informatikstudent auch für das Heimrennen in Kaltern. Jakob Sosnjuk möchte irgendwann einmal aufs Podium klettern. Der Daniel Hofer ist eben eine Legende. Das ist einfach ein brutal schönes Rennen und brutal zart mit den Steigungen. Und das Niveau ist einfach hoch. Das war sicher bärig, um ein Podest zu machen. Die Chance dazu hat Jakob Sosnjuk im Mai 2020. Dann wird der Kalter See Triathlon zum 32. Mal ausgetragen.